Ja, hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute soll es um das Thema Mining gehen. Mining ist ein sehr interessantes Thema. Man muss ja nur Rechenleistung und eben kein Geld investieren, um Cryptocurrencies zu erhalten. Aber kann man überhaupt als Normalo ohne schränkeweise ASIC-Miner zu haben, irgendeine Coin noch profitabel minen? Dass CPU-Mining keine Sache mehr ist, das weiß mittlerweile jeder. Mit GPUs, also mit der Grafikkarte, meinen noch manche Leute, ist das noch sinnvoll oder gibt es bessere Alternativen? Es haben sicher viele mitbekommen, vielleicht auch du, dass die Grafikkartenpreise für AMD-Grafikkarten in den letzten 2 Monaten ziemlich durch die Decke gegangen sind. Das ging damals mit dem Preisanstieg vor dem Crash von Ethereum einher. Denn dann wurde Mining auf einmal unheimlich attraktiv. Es gibt Seiten, da kann man sich anschauen, wie es im Moment aussieht, was man mit Ethereum verdienen kann. Ich werde die wie immer unten in die Beschreibung packen. Da wirst du aber sehen, das ist nicht mehr so attraktiv und natürlich besteht bei Ethereum jetzt auch noch das Problem, dass Ethereum auf Proof of Stake umstellen wird. Ist noch nicht 100% klar, wann, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, vielleicht verzögert es sich auch. Aber es wird kommen. Das heißt, es wird sehr schwer, überhaupt noch das Geld wieder reinzuholen, das man jetzt in ja, so ein Mining Rig ja, mit 4, 5 Grafikkarten investieren müsste. Andere Coins sind eigentlich überhaupt nicht profitabel zu minen. Also Bitcoin, altbekannter Hut, geht nur noch über ASIC-Miner, die man sich bestellen kann. Da muss man auch richtig investieren. Ein paar tausend Euro direkt am besten. Und natürlich das Problem. Bei Bitcoin steigt halt auch immer weiter die Schwierigkeit. Das heißt, man muss auch aufrüsten oder ja, der Profit des Miners sinkt halt immer und immer weiter. Natürlich geht auch die Weiterentwicklung dieser Chips voran, was einen dazu zwingt, aufzurüsten, wenn alle anderen Miner eben auch aufrüsten. Deshalb ist Mining wirklich sehr schwierig. Im Moment meinen viele Leute noch Monero. Monero. Davon halte ich nicht so viel von, es hat aber eben attraktiven Kurs im Moment, dass sich Mining lohnt. Langfristig halte ich es aber für keine gute Option. Es wird sich auch rumsprechen, ja, welche Grafikkarten eben intensiv für Mining genutzt werden und die werden sich, oder da werden potenzielle Käufer auf dem Gebrauchtmarkt, denke ich, dann auch irgendwann die Frage stellen, ja, war das eine Mining-Grafikkarte? Weil das macht schon einen Unterschied. Und die Modelle sind ja bekannt, ja, RX 470, RX 480, die werden da wie verrückt benutzt und die 500er Serie von AMD. Allerdings sind diese Grafikkarten halt die ganze Zeit unter Volllast gelaufen und man glaubt es kaum, es gibt auch bei diesen Elektronikkomponenten eine Abnutzung und die ist natürlich bei so einer Grafikkarte viel, viel höher. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass die gute Preise auf dem Gebrauchtmarkt erzielen werden, wenn sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat. Dann gibt es eben noch die Alternative des Cloud Mining. Das ist immer eine größere Sache. Da haben wir Anbieter eben wie NiceHash, Genesis Mining. Die verfolgen ein ganz anderes Konzept. Das sind quasi einfach Firmen, die bauen diese Serverfarmen, Miningfarmen auf und vermieten die jetzt oder kaufen eben auch Hashpower von anderen Leuten, die so Farmen haben, auf. Da kann man nun ganz einfach einsteigen. Es macht vor allen Dingen das erste Investment deutlich geringer. Ja, das läuft im Endeffekt so ab. Man registriert sich auf der Webseite, sucht sich ein Paket aus, also sucht sich seine Hashpower aus, sagt, ich will mit so und so viel Hashpower, sagen wir mal Bitcoin minen. Dann bezahlt man das. Je mehr Hashpower, desto teurer. Und dann hat man eben ja, dieses Einkommen an Bitcoin. Man kann da ja, die Mining Calculator ganz normal benutzen, das verlinke ich unten. Man gibt da dort halt Stromkosten von 0 ein und seine Hashpower, guckt halt, naja, wie viel Gewinn macht das denn jetzt über ein Jahr, wenn ich zum Beispiel einen Mining Contract für ein Jahr mache und schaue dann eben, ist dieser Gewinn jetzt höher als die Kosten, zu denen dieser Cloud Mining Anbieter mir diese Hashpower verkauft. Typischerweise ist das so. Man macht da jetzt keinen riesen Return of Investment, aber es ist ein netter Strom vom passiven Einkommen. Bei Genesis Mining, das ich persönlich jetzt auch benutze, ist es so, dass man
wenn man Bitcoin meinen möchte, seine Hashpower lebenslang erhält. Das heißt, ich bezahle einmal und habe diese Rechenleistung für immer auf meinem Account. Das ist natürlich ein kleiner Marketingtrick, denn ich habe ja gerade gesagt, die Schwierigkeit steigt immer weiter. Das heißt, irgendwann wird diese Hashpower nicht mehr reichen, um überhaupt noch an einem Block Reward einen Anteil zu erhalten. Das heißt, man muss die natürlich ab und an upgraden, wenn es relevant sein soll, aber es ist natürlich trotzdem ein nettes Angebot, würde ich sagen. Deswegen, wie gesagt, ich habe da jetzt vor kurzem mit angefangen, mit Genesis Mining. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe in der Beschreibung einen Link und auch einen Rabattcode. Damit bekommst du eben 3% auf die Bestellung und ich bekomme von Genesis Mining quasi auch einen kleinen Reward für das Werben von Leuten. Sobald du dich da angemeldet hast, erhältst du selbstverständlich auch so einen 3% Rabattcode. Man kann halt leider natürlich nicht seinen eigenen bei sich selbst nutzen, sonst würde das jeder machen. Ja, schau es dir doch mal an. Das ist wirklich unkompliziert. Ganz einfaches Webinterface, kann man sehr, sehr bequem alles einstellen. Hat auch die Übersicht, wie viel denn schon gemeint wurde. Man kann nicht nur Bitcoin minen, sondern auch Dash, wobei das im Moment deaktiviert ist, da die Nachfrage zu groß war. Man kann also keine neue Mining Power bestellen. Man kann Ethereum minen. Man kann Litecoin minen, man hat wirklich gute Optionen. Ich kann nur empfehlen, es anzuschauen. Wenn du weitere Details willst, wie das dann aussieht, habe ich in meinem Blog, den verlinke ich auch unten in der Beschreibung, einen größeren Artikel geschrieben, wie das funktioniert mit der Anmeldung, was da die Idee dahinter ist, wie seriös Genesis Mining überhaupt ist. Meine Schlussfolgerung ist, es ist sehr seriös, man bekommt auch seine Bitcoin, also ich meine Bitcoin in dem Fall. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.